Primärkandidatenprogramm. Hier waren wir nämlich noch nicht. Unsere Anstrengungen, neue Primärkandidaten zu finden. Behörde braucht einen Direktor. P6, Dylan Fayton. Sein Zuhause wird... Ja. Projekt. Seht ihr die Spiegelung durch RTX in der Scheibe hier? Abgefahren. Oh oh. Was ist als nächstes Spiel geplant? Erstmal wollen wir jetzt Control fertig machen. God of War nebenbei. Und dann vielleicht auch dieses neue Ubisoft-Game da. Wie heißt denn das neue? Breakpoint oder sowas. Der heilt sich immer voll. Tom Clancy's, ja, sowas zum Beispiel vielleicht. Ich weiß, warum der sich voll heilt. Wir müssen die scheiß Kugel hier kaputt machen. So, und jetzt kann er sich auch nicht mehr heilen. Jetzt können wir gegen den kämpfen. Boah, das donnert die Waffe. So. Ah, wir haben Material bekommen noch. Hier ist auch noch was zum... Immer in den Shelters gucken. Da gibt es immer Items und so ein Shit. Munitionsrückgewinnung. Chance auf Munitionsrückgewinnung der Treffer. Waffenmodifikationen voll. Können wir mal hier die alten, können wir alle kaputt machen, weil die sind echt kacke. Die alten Zweierteile, die können wir mal alle zerlegen. Weil ich will nur die Vierer und die großen Fünfer will ich alle haben. Vielleicht noch die Dreier, aber die Fünfer sind noch die Vierer, Fünfer sind immer die größten. Das brauchen wir eigentlich. So, können wir erstmal so lassen, ne? Wir haben hier noch was, aber wir haben nichts Verbessertes, ne? So, haben wir das mal mitgenommen. Oh, der Raum ist ein bisschen schief hier, wa? Alter. Ist ja mega verwirrend, der Raum. Holy shit. Oder, Leute? Der Raum ist hart verwirrend. Mal gucken, ob ich oben noch ein Item vergessen habe oder so.
Ja, da. So. Ich glaube, wir müssen nach rechts. Aber nicht hier, sondern hier irgendwo. Hier können wir nicht durch, nur Wände abbrechen. Hier. Hier kommen wir nicht rein, aber wir haben ja den Sechser-Schlüssel, ne? Ah, jetzt haben wir die Tür hier aufgemacht, die vorher zu war. Weil wir ja darum mussten. Okay, dann haben wir so eine kleine Abkürzung gefunden. Und hier ist... Oh. Scheinst traurig zu sein, Meg. Sag Onkel Mr. Bones doch, was du auf dem Herzen hast. Ich hab beim Halsey-Test versagt. Du kannst nicht in jedem Test eine Eins schreiben, Meg. Jedes Gehirn ist nun mal anders. Spooky. Einige Gehirne können miteinander sprechen. Das nennt man ASW. ASW? Nicht dazwischenreden! Einige Gehirne können Dinge wie Bälle anheben. Das nennt man dann Flugball, weißt du, Meg? Nicht dazwischenreden! Also was soll's, wenn du beim Halsey-Test versagst? Vielleicht kann dein Gehirn Bälle werfen, mit Toten sprechen oder Freunde blenden. Wenn wir erstmal wissen, was dein Gehirn alles kann, können wir ihm eine Aufgabe geben. Und wenn du deine Sache gut machst, vielleicht sitzt du dann sogar im großen Sessel. Oh. Der große Sessel. Okay, der ist wirklich groß. Was ist, wenn ich nicht im großen Sessel sitzen will? Was, wenn ich nicht im großen Sessel sitzen will? Jeder will in den großen Sessel weg. Deshalb sind wir hier. Jetzt benutz dein Gehirn endlich zum Zuhören. Sonst ist dein einziger Stuhl der mit den Fesseln. Ja, das Problem ist, irgendwie klingen auch alle Stimmen gleich, ne? Irgendwie klingen alle Stimmen fast gleich. Und alle Stimmen klingen irgendwie fast, keine Ahnung. Wir sind immer so asynchron, das triggert voll. Wünschen ändert nichts. Ordinary. Ich muss den Punkt. So viel läuft in diesem Fall zusammen. Ein neues Objekt der Macht, eines, das wir noch nie gesehen haben. Und wenn ich das sage, dann heißt das etwas. Und der Junge, Dylan Faden, Primärkandidat 6. Und die Schwester auch. Ich meine, sobald wir sie kriegen, doch der Junge, so viel Potenzial. Wir sehen Northmore-Messwerte hier. Aber ich will ihn ja gar nicht erwähnen. Das sind völlig andere Umstände hier. Das ist epochal. Es gab einen Vorfall. Ja. Ja.
Wir haben ein wertvolles Teammitglied verloren, ja. Zu starke Kraft. Dylan hat zu viel davon. Weil er ist ein Kind. Das ist meine Schuld. Ich war zu hart. Jungs sind nun mal so. Er ist einzigartig und unter enormem Stress. Roberts ist tot. Ein tragisches Unglück, nichts weiter. Marshall muss das verstehen. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Du heiliger Strohsack. Fuck, wir kommen hier nicht weiter. Das ist aber kacke. Hier bringt uns ja nichts weiter. Da hinten ist noch irgendwas und hier auch. Oh. Das ist echt übertrieben hier. Hier können wir auch noch gar nicht hin. Wartet mal. I. Jessie kehrt zentrale Geschäftsführung zurück und die, da, das suchen wir. Wo ist das? Ah, Primärkandidatenprogramm. Das soll hier sein. Ein primäres Datenprogramm soll hier sein. Das war das. Hier waren wir noch nicht drinnen, ne? Ist das das? Zeigen wollte. Egal. Wir müssen den Projektor finden. Was ist denn der Projektor? Ah, hier, Audio. Wir haben immer dort gespielt. Dylan und ich. Und die anderen Kinder. Das bin ich. Wir liebten es. Dieses Mal. Ich weiß noch. War anders. Wir fanden einen Weg tiefer hinein, als hätte es sich bewegt. Wir gingen rein und haben dort den Dia-Projektor gefunden. Eine Müllhalde ist ein Ort für Dinge, die nicht mehr gebraucht und weggeworfen werden. Haben Sie sich auch mal so gefühlt, Jessie? Was? Nein! Ja, aber das hat nicht... Meine ständige Paranoia. Ich hatte recht. Die Behörde hätte die Antworten gehabt. Wurden überall beobachtet. Aber sie blieben stumm und sahen nur zu. In welcher Form auch immer. Vielleicht. Wann war das? Wissen Sie das noch? Bei Partys? Beim Grillen? Wie fühlten Sie sich dabei? Haben Ihre Eltern Fotos gezeigt, die Ihnen peinlich waren? Ah, jetzt sind wir in dem Bereich und jetzt kommen wir auch in die Drehscheibe. Hier untersuchten sie, was in Ordinary passiert ist. Hier sollte ich anfangen. Oh oh. Komm, wenn die hintereinander sind, kann ich die alle gleichzeitig treffen. Ich lass den mal für uns kämpfen. Und den auch.
Das ist auch cool. Man kann die Leute für sich kämpfen lassen und manipulieren. Und dann lösen sie sich irgendwann auf, die Boys. Ich glaube, hier wird auch noch viel passieren, hier draußen. Da, das ist nämlich alles rot. Hier ist auch ein Fahrstuhl. Ah, okay, dann kann man nämlich da runter. Okay. Geht der, wenn wir den jetzt anmachen? Oh, habe ich mich gerade wieder erschrocken. Oh! Habt ihr das gesehen im Spiegelbild? Ein abgefahrenes Raytracing. Hat mir einfach den Feind hinten angezeigt. Das ist ja geil. Das ist ja abgefahren, Leute. So, hier ist aber nichts mehr. Nee. Ah, hier ist auch noch was. So, und wir müssen hier irgendwo längs. Aber ich glaube, wir kommen hier nur rein, wenn wir jetzt nach unten fahren und dann zur Drehscheibe gehen. Weil ich glaube, wir sind trotzdem oben oder sowas. Mal gucken, wo es hingeht. Dylan und ich waren beide Primärkandidaten. Experimente. Wir müssen den Raum irgendwie klären wieder von diesem Scheiß. Können wir aber erst, wenn alles tot ist hier. Jetzt. Und jetzt verändert sich der komplette Raum. Seht ihr das? Jetzt verändert sich alles. Weil wir die Dunkelheit jetzt geklärt haben. Genau, und hier ist dieser Dunst, wo wir noch nicht durchkommen. Wie auch immer wir das schaffen sollen, da durchzukommen. Vielleicht fehlt uns da irgend noch eine Fähigkeit oder so. Oh, wow. Vielleicht finden wir auch neue Mods noch für uns. Mal gucken, was da noch alles so kommt. Ah, das haben wir auch noch vergessen. Ich lese mir das zwar alles nicht durch, aber halt mitnehmen kann man es ja. Da nehmen wir nichts mehr. Und wir müssen dahin. So, hier hin. Oder? Ja, auf die Drehscheibe. Die Schienen zu bewegen. Vielleicht gibt es ein Steuerpult. Die Viecher sind immer mega ätzend.
Die gehen immer schnell tot, aber diese Leute in ihrem Sessel da, die müssen immer weg, weil die sind hart. Da unten ist auch wieder so ein Ding, das kann man meistens kaputt machen, aber nicht immer. Ich kriege immer irgendwelche Nervenanfälle, wenn das Ding zu nah kommt. Man kann das immer klein machen, aber nicht zerstören. So, was sollen wir jetzt hier machen, Leute? Dreh die Drehscheibenschiene, um den Bereich für das AEW Ordinary zu erreichen, okay? Gibt es hier irgendwo eine Konsole, die ich betätigen kann oder so? Müssen wir mal gucken. Es muss einen Weg geben, die Schienen zu bewegen. Hier. Vielleicht gibt es ein Steuerpult. Oh, es bewegt sich nicht. Es ist blockiert. Ah, jetzt bewegt sich's aber gut. Oh, es bewegt sich nicht. Ja, weil es noch blockiert ist, Baby. So. Das sieht doch gut aus. Dass die Leute hier im Sessel chillen, die fetten doch nur. Woher weißt du das? Kann man nie wissen. Warte mal, hier ist nichts, ne? Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Ah, jetzt müssen wir da hinten hin. Guck mal, jetzt kommen wir an diese ganzen Geheimnisse ran. Wo wir sonst nie hin konnten. Es gab normalerweise auch noch eine andere Stelle im Spiel, wo ich nicht hin konnte, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das war, weil das ist einfach zu lange her. Oh oh. Ist das Dode, das Ding? Das war irgend so ein komisches Vieh, ne? Guck mal hier, wegen dem Raytracing. Warst du schon da, wo man über den Spalt fliegen musste? Nee, war ich noch nicht, weil ich keinen Plan mehr habe, wo das war. Da, wo wir damals nicht rübergekommen sind. Ich weiß, wo du meintest, aber ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Das ist das Problem. Und hier sind wir ja gerade gekommen, ne? Nein, sind wir nicht. Wir müssen nach hier. Warte mal, hier muss wieder irgendwas sein. Da ist was. What the fuck? Ja, da, genau, bei diesen Uhren. Irgendwo bei den Uhren war das, aber ich habe keinen Plan, wo man. Hier soll auch irgendwas sein. Hier soll angeblich irgendwo ein Fahrstuhl sein.
Ein geiles Secret, ja, auf jeden. Von hier sind wir nicht gekommen, Leute. Wo geht's hier hin? Ah, wir müssen hoch, um da rumzukommen, okay. Wow, cool, hier ist ein Heli, Alter. Wartet mal. Das ist bestimmt, um die Tür da aufzumachen. Dann werden wir erstmal die Tür aufmachen. Fuck, können wir das nicht rausholen? Nein, können wir nicht. God damn it. Ja, da ist noch ein kleiner Schlawiner versteckt. Okay. Kaputt der Helikopter, blöd. Ah, guck mal, hier ist noch so ein Ding. Komm mal mit raus hier, Kollege. Nur wofür brauchen wir das? Das muss ja auch noch irgendwo rein, oder? Power Core AB. Oder müssen wir das Ding mit hochnehmen? Hier ist nix. Wie lange machst du noch? Ich höre gleich auf. Ich höre gleich auf, weil ich habe schon überzogen wieder ein bisschen. Ich muss noch was essen, Leute. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich nehme das Ding einfach mal mit. Wer weiß, ob ich das oben brauche. Das kommt jetzt einfach mal mit mir. Dia-Projektor. Ein Objekt der Macht. Der hat richtig platt gemacht, ja. Schwöre, Bruder. So. Das ist unser Stromding. So, dann hier. Bing. Hier ist nichts. Ich will nur das jetzt noch beenden hier, damit wir mal irgendwo speichern können. Ganz normal. Ah ja, wir sind gleich da. Seht ihr das? Und mit der Waffe hier kommen wir nämlich durch diese Rüstung auch durch. Boom. Das meine ich nämlich. Deswegen ist das hier echt die beste Waffe. Also der Stich. Somit beste Waffe, die man haben kann. Sie hören alle Infos.
Den will ich steuern. Oh ja, Bomben. Hier, kannst du wieder haben. Geil, diese Explosionseffekte und so. Hammer gut gemacht. Holy shit. Ah, hier, genau das habe ich gesucht. Eine Kontrollpunkte, meine liebe Freunde. Habe ich gesucht. Eine Kontrollpunkte. So, und hier werden wir. Jährliche Überlegung. Da unten ist ein Haus. Das rote Haus, das ist das da, wo wir später hin müssen. So, meine lieben Freunde.